3, 2, 1, 0. Es ist etwa Mitte November im Jahr 2017. Die Welt ist noch weit von Corona, Lockdowns und 3G-Regeln entfernt. Ich schlendere durch den Mediamarkt und mein Blick schweift wie so oft am DVD-Regal vorbei. Vor allem bleibt mein Blick immer wieder bei den Zeichentrick- und Animationsfilmen kleben. Denn die bunten und fröhlichen, lustigen Bilder, die mich bereits als Kind begeistert haben, haben ihren Reiz bis heute bei mir nichts verloren. Und immer wieder fällt mein Blick auf das Cover des Films Der glückliche Elf. Ein 3D-Animationskurzfilm über den Weihnachtselfen Oibi. Nun machen wir es, was diesen Film angeht, mal kurz. Er ist nicht gut, sehr schlecht sogar, muss ich leider ehrlich zugeben. Die Story macht wenig Sinn, die Charaktere und die Umgebung sind aus irgendeinem Grund nicht fertig gerendert. Das ist ein Begriff aus der 3D-Animationstechnik. Und allgemein kommt zumindest bei mir keine wirkliche Weihnachtsstimmung auf. Doch worauf will ich jetzt eigentlich in diesem Video hinaus? Immer wieder werde ich auf diesen Film Der glückliche Elf angesprochen und hingewiesen, wie man nur so einen grottenschlechten Unsinn toll finden kann. Hätte ich nicht schon am Cover erkennen müssen, dass der Film schlecht ist, selbst für einen Kinderfilm? Jein, dazu möchte ich hier und heute etwas erklären. Ich mag Elfen und ich mag Weihnachten. Nein, das ist noch zu linder ausgedrückt. Ich liebe es. Ich liebe Weihnachten und ich liebe Elfen. Also ich stehe auf Elfen. Und neben Ibi, dem glücklichen Elfen, gibt es eine kleine, aber feine Reihe an Beispielen, wie man das Thema Weihnachtselfen im Zeichentrick besser machen kann. Wie Ibi, beziehungsweise dem Titelcover des glücklichen Elfen, gibt es einige Merkmale, die mein Weihnachtselfen-Liebhaberherz getriggert haben. Spitze Ohren, Mütze, Schnabelschuhe und vor allem das Gesicht. Stellt euch Ibi und Lenny, also aus Lenny and Wayne, Elfen helfen von Disney, mal nebeneinander vor. Dann erkennt man schon eine gewisse Ähnlichkeit. Ich zeige euch mal Lenny. Moment. Oh, wo ist er? Hier. Und man erkennt eine gewisse Ähnlichkeit. Und genau diese Merkmale haben mein Herz höher schlagen lassen und die Mediamarktkasse heller klingen lassen. Wenig später nach Ibi habe ich schließlich die bereits erwähnten Weihnachtselfen Lenny und Wayne kennengelernt. Oh, Moment. Die hier. Und ich liebe diese Elfen einfach, vor allem Lenny, das auf der linken Seite. Er ist cute, ungeschickt, liebenswert, lustig und hat ein riesengroßes Herz aus Gold. Und sein Herz schlägt für Weihnachten. Na und die Goggles auf dem Kopf, das sieht dann schon ziemlich cool und modern aus. Stichwort Mischung aus cool und cute, das lässt Kips Herz höher schlagen. Aber auch die Zeichentrickserie, wie zum Beispiel Weihnachtsmann und Co. KG, Moment, hier, bietet in ihrer alljährlichen vorweihnachtlichen Tradition auf Super RTL zum Beispiel ein positives Beispiel gut gemachter Weihnachtselfen im Zeichentrick. Zuletzt möchte ich nochmal betonen, Moment, da ist er, da, dass der glückliche Elf filmtechnisch ein Totalschaden ist, keine Frage. Aber Ibi, also das ist der Elf mit dem grünen Pulli da, den mag ich trotzdem irgendwie, genauso wie Lenny. Und allgemein, um auf dieses Thema zum Schluss noch zurückzukommen, mag ich Elfen. Im Gegensatz zu Weihnachtselfen, wo sich Fantasywesen, also Elfen mit realem Brauchtum, den Weihnachten vermischen, mag ich auch die bodenständigen Fantasy-Elfen. Vor allem die Elfen aus den Elfquest-Comics von Wendy und Richard Pinney. Mit einer meiner Lieblingscomic-Figuren für alle Zeiten. Hier sehen wir ihn nämlich himmelweiß, mit dem weißhaarigen Elfen mit einer Leidenschaft für den Nachthimmel. Er ist neben Lenny genau der Elf, den ich sofort heiraten würde. Aus verständlichen Gründen, wie man gerade sieht. Aber das, ja, das ist eine andere Geschichte, ja? So. Dann wünsche ich euch nachträglich nochmal
Frohe Weihnachten. Es ist ja jetzt schon Neujahr, aber die Weihnachtszeit geht ja noch bis Dreikönig. Wenn ihr wollt, könnt ihr jedes Jahr an Weihnachten oder in der Weihnachtszeit das Video immer wieder anschauen. Seid brav, damit euch Lenny und Wame etwas Schönes von Santa bringen. Bis dann, bleibt neugierig, bleibt gesund und ja, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss und danke fürs Zuschauen. Tschüss.